Also ich glaube, ich bin wesentlich kreativer oder ich glaube, jeder Mensch ist wesentlich kreativer, wenn er noch anderen Input bekommt und sich einfach noch mit was anderem beschäftigt. Ja, also gerade auch, glaube ich, die Natur. Also meistens in jeden Sommerferien paddel ich inzwischen, mache eine Paddeltour für 10 Tage. Und es ist so wunderschön, einfach irgendwie, dann natürlich das Handy muss aus sein und man schläft nur im Zelt und draußen. Und dann, weiß nicht, kommt man so zur Ruhe und hat einfach, beschäftigt sich mit anderen Dingen. Das ist einfach so schön. Aber so die Mischung, finde ich, ist super gut. Also, ich wollte auch nie mit Musikern eigentlich zusammen wohnen. Einfach, ja. Es ist super schön, aber so, also die Mischung, die macht es dann. Ja, Oder ich ist weiß, das was eine du. dumme Nee, Frage? nee, ich verstehe, was du meinst. Ich habe nur über sie nachgedacht. Und ich glaube, mir geht es vor allem um die Musik. Und da kann ich definitiv von diesem Menschen einfach super viel lernen. Und ob der halt natürlich jetzt in diesem Betrieb drin ist, in den ich eigentlich gar nicht rein möchte. Oder nicht, das macht mir, ist mir in dem Falle egal, weil ich was von dem lernen kann. Die Gitarre Leuten beizubringen oder nicht beizubringen, nahe zu bringen, die halt damit eigentlich noch gar nicht so viel konfrontiert wurden und die es einfach schön finden, Musik zu hören und unterschiedliche Musik zu hören. Und Musik kann so unterschiedliche Auswirkungen haben. Also ich habe mal eine Zeit lang im Asylbewerberheim gearbeitet und habe mit den Kindern Musik gemacht. Und was das für eine Auswirkung hatte auf die, wie die sich geöffnet haben und wie die plötzlich, wie die ja, aus sich herausgekommen sind, wie die sich entwickelt haben. Und wie glücklich die das auch gemacht haben, ohne jeglichen Druck. Sie haben einfach Musik gemacht und es war so wunderschön. Oder auch wenn man, viele spielen ja auch öfters mal bei Live Music Now, wo die dann in Krankenhäuser gehen und Behindertenheim und da machst du einfach nur noch Musik und spielst und die singen dann mit und freuen sich und das ist, also das finde ich einfach wunderschön, dass man irgendwie die Leute irgendwie damit glücklich macht, dass sie in andere Welten kommen, in die sie gerade reinkommen möchten oder über was nachdenken können oder Gefühle ihren freien Lauf lassen können, weil sie das gerade irgendwie brauchen. Ja, ich muss auch im Laufe meines Bachelors irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe die und die Probleme beim Spielen und es vor allem Unsauberkeit und weil ich oft immer zu emotional bin, also zu emotional involviert bin und deswegen halt nicht mehr darauf achte, dass es irgendwie sauber ist. Und dann, klar, wird man in dieser Szene damit oft konfrontiert, dass man ja sauber spielen muss. Und dann habe ich nur noch den Fokus darauf gelegt, beim Üben, beim Spielen. Und irgendwann hat mich mal jemand darauf angesprochen und gemeint, sag mal, du spielst so grau. Wo sind deine Farben? Und dann dachte ich so, ja, wo sind die? Und das fand ich, es hat mich, ich war diesem Kommentar so unendlich dankbar, weil ich gedacht habe, ja, ich will das nicht.
ja, natürlich will ich es. Es wäre großartig, wenn ich das hinkriegen würde, aber das ist nicht meine Sprache. Astrein zu spielen und sauber und auf Kontrolle. Ich kann meine Emotionen nicht kontrollieren und ich will sie auch nicht kontrollieren. Und deswegen kann es auch so klingen. Ja. Das freut mich sehr, diese Erkenntnis zu haben und vor allem dazu zu stehen. Ich habe mich lange dafür gemaßregelt, dass ich das eigentlich können muss und können sollte. Und vielleicht sollte ich es auch. Und vielleicht schaffe ich es auch, irgendwann dahin zu kommen, aber dabei nicht meine Emotionalität zu verlieren. Also natürlich, vor allem wenn es dann irgendwie nicht gut geht, dann ist für mich die Gitarre definitiv das Instrument, aber der Gegenstand oder die Verbindung, die ich brauche, um das Gefühl, was in mir steckt, irgendwie rauszulassen. Also es ist definitiv meine Sprache, viel mehr meine Sprache. Was auch sehr interessant ist für mich, oder was ich irgendwie immer wieder wahrnehme, ist, dass es aber für mich auch eigentlich immer noch das Singen ist. Also dass es halt eigentlich nicht nur die klassische Gitarre ist, sondern wenn es mir nicht gut geht, dann fange ich an, Lieder zu schreiben und zu singen. Und weil es dann irgendwie noch mehr rauskommt. Aber irgendwie, ja, das mache ich nur für mich. Das kommt nicht raus.